Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Golden Mask. Oder besser gesagt, der Erweiterung von Tomb Raider 2. Und yay, ein Kopfsprung in den Schnee. In den harten Schnee, der ganz schön zugefroren sein muss. Aber wie dem auch sei, das ist ja nicht weiter schlimm. Wir hatten im letzten Part eine aufregende Schneemobileinlage und einen toten Widersacher. Einen toten Widersacher, der... Lara. Was machst du da? Lara, reiß dich zusammen! Okay, jetzt wisst ihr, was Lara mit... Nein, 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 das ist nicht jugendfrei. Jetzt wisst ihr, was Lara in der Hochzeitsnacht mit mir gemacht hat. Okay, was ist das für ein Geräusch? Okay, es ist ein ganz komisches Geräusch. Naja, auf jeden Fall. Ja, die Energieanzeige ist mal wieder legendär, das kann man festhalten. Aber zunächst heißt es erstmal sich hier umgucken. Und heute ist übrigens der Tag, an dem ich meine mündliche... Na Quatsch, ich habe meine mündliche Staatsprüfung geschrieben. Nein, ich hatte schriftliche Staatsprüfung im Bereich verhaltensgestörten Pädagogik und... Wow, Lara. Wow. Das ist erstaunlich, wie du das hinbekommen hast. Okay. Nein, ich habe heute... in verhaltensgestörten Pädagogik meine schriftliche Examensarbeit geschrieben über 4 Stunden. Und das Witzige ist, das ist ein Tag vor meinem 28. Geburtstag. Und wisst ihr, was ein Fun Fact ist? Ich bin am 15. November 1986 geboren. Und das war an einem Samstag. Und das haut auch hin. Einerseits 4 mal 7, ja, macht 28. Aber wenn man das mal zurückverfolgt, sind vom Geburtstag bis jetzt genau 7 Schaltjahre vonstatten gegangen. Das heißt also, man muss 7 Tage draufrechnen und dann kommt man da auf das richtige Ergebnis. Ja, das haut schon hin. Was? Wieso stirbt der nicht? Was ist das denn für einer? Moment. Ich meine Lebensanzeige ist ja legendär. Ja, und also ihr seht diesen Part hier einen Tag später als gedacht. Weil ich ja, wie gesagt, die Prüfung geschrieben habe. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Gut Ding will Weile haben. Sage ich jetzt einfach mal ganz, ja, selbstbewusst hier, ne? Oh, das ist ja doch coole Musik. Nein! Der kommt hier bestimmt nochmal hin, oder? Cool. Lass mich raten, das klappt. Ja, Kätzchen, ich will ja nichts sagen, aber das Seitwärtsgehen ist ein super probates Mittel. Und ich glaube, anhand dessen, was ich dir gerade zeige, musst du auch einsehen, dass das einfach wunderbar ist, seitlich zu gehen, weil das nämlich die Gegner total verwirrt. Oh, die Musik, holla, die Waldfee, ist die geil. Muss man ja mal so sagen. Die haut ja mal richtig rein. Nee, und ja, wie gesagt, ihr seht sie zu meinem 28. Geburtstag. Alter Verwalter, werd ich alt, 4 mal 7 Jahre. Hatte ich dieses Scheiben nicht schon mal zerdeppert? Zerdeppert, was ist denn das für ein Ausdruck? Aber ja, kann man ja auch mal anwenden. Und die Frage ist, ob ich da mit einem Schneemobil durch kann. Eine andere Frage. Also ich habe ja schon mal im letzten Part mich hier nach unten hingewagt, aber dank meiner Optimierungstechnik bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich doch lieber erstmal hoch sollte. So, jetzt haben wir nur das Problem. Wir haben hier unten hungrige Getiere. Warte mal, ich werd mal. Passt auf. Okay, das hat noch nicht so ganz funktioniert, aber pass auf, das kriegen wir hin. So, wir laden das Spiel. Pass auf, ich hab da einen Plan. Ihr denkt euch, alter Verwalter, nutzt doch endlich dieses Medipack, du! Du fast acht, nee, du nun 28-Jähriger hier. Pass auf, ich hab da eine Idee. Okay, die Idee scheint nicht so wirklich aufzugehen. Doch, die geht. Die hat zu funktionieren. So. Also, in verhaltensgestörten Pädagogik, was für ein lustiges Thema hatte ich denn? Stellt man sich jetzt sicherlich die Frage? Also stellt man sich wirklich sicherlich die Frage? Also das geht. Ich muss nur geschickt springen. Und zwar
hatte ich geschrieben über das Thema, ich beschreibe es mal so, didaktische Herausforderungen, also für den Unterricht bei Schülern mit Gefühls- und Verhaltensstörungen, wenn ich dem halt erstmal, also ein bisschen, was sind die Ursachen einer Verhaltensstörung und so weiter und so weiter. Das habe ich da halt erstmal gemacht und ja, dann erstmal den Begriff natürlich definiert. Dann ist es ist eigentlich im Prinzip klug, erstmal im Voraus zu definieren, was ist denn dieses Phänomen Gefühls- und Verhaltensstörungen eigentlich? Warte mal, ich kann das anders machen. Also nochmal hier runter. So, ich krieg das hin. Das Problem ist halt, dass ich von da oben erstmal eher so aufpralle. Das ist halt nicht so schön. Vielleicht sollte ich noch ein Stückchen runter. So zum Beispiel. Nee, das klappt aber auch nicht so ganz. Oder? Warte mal. Ich muss da mal. Ich schaff das. Leute. Das ist machbar. Ich will die Goodies da unten haben, auch wenn ich sie nicht anwende. Okay. Leon, naja. Da habe ich das noch im kooperativen Kontext beschrieben und naja, hast du halt nicht gesehen, ne? Der hat mich gar nicht erwischt. Der hat mich gar nicht erwischt. Und ach ja, die Stoppuhr läuft. Okay. Das war natürlich ein gefundenes Fressen. Ach ja, ich glaube, ich verwende gleich ein Medipäckchen. Aber da werden wir noch ein bisschen warten. Kann er mich hier erwischen? Ja, da erwischt er mich nämlich sofort. Zack. Ach ja. Diese bewährte schnell nach unten gehen Methode hier. Es hätte vorhin wunderbar geklappt, irgendwann. Aber ich krieg das hin. So, auch wenn ich das hier im Zeitraffer mache. Ist egal, ich krieg das hin. Ich hab doch gesagt, ich krieg das hin, Leute. Ich hab das doch gesagt. So. Spielstand Nummer 50. Okay. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen vorankommen. Ich meine, die Level, die haben es schon in sich. Das muss man mal sagen, ja? Und ja, jetzt denkt man sich, das hast du für Schroti-Peng-Munition gemacht und für Fackeln, die du eh nicht anwendest. Was soll das? Warum verschwendest du deine Zeit damit? Das mache ich, weil ich The Francine bin. Und an dem Tag, an dem ihr es seht, nämlich am 15. November 2014, 28 werde. Ganz einfach deswegen mache ich das. Auch wenn das gar keine Korrelation zueinander hat. Egal, weil Baum. Weiß man doch. Ja gut, das sollte ich in die Staatsprüfung nicht schreiben. Aber ich sag doch, mein Lebensbalken, der ist legendär. Und wie gesagt, ich versuche das weitestgehend auszureizen. Das ist halt eine Semi-Hardcore-Challenge, die ich hier mache. Ja, das kann man als Semi-Hardcore-Challenge beschreiben. Jetzt ist nur die Frage, ob ich mit irgendeinem Schnellmobil darüber komme. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das geht. Deswegen ist wohl hier meine Fahrt erstmal damit zu Ende. Oder? Ist sie das? Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl bei. Ich habe da wirklich ein ganz, ganz, ganz wirklich super ungutes Gefühl bei. Na? Warte mal, was ist denn hier? Was ist denn das hier? Untersuchen wir das hier erstmal. Okay. Was? Irgendwo ist jemand. Okay. Der muss da oben irgendwo sein. Der kreist da erstmal umher, aber der kann nichts. Der will nur spielen. Ist also. Oh. Doch, ich glaube schon, dass der was kann. Und zwar.
Wenn ich das jetzt mal austeste. Da hinten ist ja auch noch ein Typ. Wir speichern nochmal den Spielstand. Ich habe da so eine Idee. Ich habe da so eine ganz blöde Idee. Schade! Das geht. Leute, das geht. Das geht. Ich krieg den mit Knatterpanks down. Ich krieg den mit Knatterpanks down. Nee, Moment, da muss ich ein bisschen länger warten. Da muss ich ein bisschen länger warten. Also. Der kommt hier nicht hin. Doch. Verdammt. Okay. Das schaffen wir. Das sind alles reine Optimierungsprozesse. Glaubt mir. Das schafft man. So, pass auf. Nee, das ist so einfach auch nicht. Also ich brauche da einen richtigen Zeitpunkt. So, ja, da fährt schon einer herum. Aber es ist ja auch nicht weiter schlimm. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Ich muss dann sofort da rein. Das geht. Leute, ich habe da eine Idee. Das sind, wie gesagt, nur Optimierungsmaßnahmen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Dann springen wir nämlich hier erstmal als Abkürzung rüber. Ach, verdammt, der dreht sich so schnell. Ja, warte mal, da habe ich eine andere Idee. Dann renne ich einfach rein. So, passt auf. Ich springe jetzt hier rüber. Okay, aber wenn ich nicht springe... Ja, ich muss im richtigen Moment da springen. Okay. So. Dann nehmen wir hier wieder diese Abkürzung. Ich schaff das. Ich schaff das. Leute, das kann ich meistern. So, ich darf da aber nicht hängen bleiben. Das ist das Wichtigste. Aber nicht so ganz. Warte mal. Wir können es ja nochmal umgucken. Also, was haben wir denn hier für Dinge? Wir haben keinen wirklichen Schutzraum. Ja, das ist das Problem. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, der Typ, der kommt da jetzt raus. Verdammt! Aber das ist eine andere Idee. Das ist eine gute Idee. Eine sehr gute sogar. Wir stellen uns einfach ins Wasser. Oh. Wahrscheinlich doch nicht so ganz optimal, wie ich mir das ausmalte. Nein, leider nicht. Aber das ist eine Möglichkeit, das zu schaffen. Leider. Okay. So, das sind alles Optimierungsmaßnahmen. Okay, okay. Ja, gut. So. So, jetzt aber. Jetzt muss es gehen. Und wenn ich jetzt keinen Schaden bekomme, dann schrei ich. Okay, ja, ich hätte Schaden bekommen, ich weiß. Aber relativ wenig. Das kann man dazu sagen. Relativ wenig Schaden habe ich bekommen. Und? Aha. Ich habe es durch ein Medipäckchen und so weiter wieder ausgeglichen. Gut. Dann haben wir hier... Irgendwas. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Aha, da hat sich irgendwas getan. Ich kann aber nicht ersehen, was. Na gut. Das kann ich noch nicht einsehen. Also, dann schaue ich mal auf die Uhr. Die verrät, dass die vierte Stunde um ist.
Ah, das ist ja nicht weiter schlimm und ich könnte mich entsinnen. Nee, war das hier? War das echt hier? Ich überleg nur gerade. So, hier kam doch die Natürlich war das hier. Zack, rein hier. Natürlich war das hier. Also, wenn ich schon nicht wirklich vorankomme, dann aber wenigstens. Ich habe das ganz nebenbei, so ein kleiner Nebengedanke. Ich habe das Gefühl, dass dieses Let's Play hier länger wird als Tomb Raider 5. Und obwohl das gerade mal 4 Level sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, nice Höhle. Genau hier bin ich richtig. Das ist jetzt der Weg zum dritten Secret. Das sich hier irgendwo unten befindet. Da. Genau da. Seht ihr das? Rechts. Rechts unten. Also südöstlich im Bild war das zu sehen. So. Jetzt müssen wir aber erstmal hier irgendwie hoch. Aber das Schöne ist erstmal, wenn man alle Secrets gefunden hat, kann man so ganz beruhigt ja, den Level zu Ende spielen, ohne Gefahr laufen zu müssen, dass man irgendwas verpasst hat. So, gibt es denn hier noch irgendeinen Schalter? Alter Schalterverwalter hier. Nein, scheint irgendwie nicht so. Na gut, also, dann machen wir das jetzt wie folgt. Wir gehen hier jetzt erstmal ran. Wir machen das jetzt alles Schritt für Schritt, hoffe ich. Oder auch nicht. Warte mal, war das nicht sowas, was auch einbricht? Ich glaube nämlich schon. Ja. War es. Okay. Aha. Ja. Ja, genau. Heb Medipack auf und alles bricht zusammen. Also, Leute, im echten Leben hebt niemals ein Medipack auf. Das ist gefährlich, wie man ja sieht. So, machen wir uns erstmal hier rüber. Gut. Dann sind wir erstmal hier unten. Da geht's zum dritten Sekret. Also, weiter runter. Ich glaube nicht, dass das so günstig war. Nein, aufgrund der Optimierungsprozesse können wir das so nicht machen. Schon 55 Mal gespeichert, das ist ja erstaunlich hier. So. Das können wir also recht nicht leisten. Also muss ich ja irgendwie runterkommen. Oh, mit den geringstmöglichen Schaden. Aber ich sehe hier gerade nicht, wie das vonstatten gehen könnte. Das Eis, wartet mal. Ich bin da gar nicht drauf gesprungen, oder? Das wirkt so tief. Okay, es wirkte zu Recht sehr tief. Jetzt weiß ich auch, warum das so tief wirkte. Anscheinend muss ich Optimierungsmaßnahmen nur so weit vornehmen, dass ich hier jetzt runter kann. Oder kann ich... Warte mal. Ich guck erstmal hier. Lara? Warum hast du dich daran nicht festgehalten? Warum, Lara? Nee, warte mal. Ich muss erstmal rüber. Habe ich ja vollkommen vergessen. So. Dann hier ran. Ja. Und dann müssen wir weitestmöglich nach links. So. Und jetzt kommt nämlich folgendes Phänomen. Ich gehe jetzt hier erstmal... Was habe ich jetzt angeschossen? Oh. Die sind unsichtbar. Ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Das vergaß ich ja auch mal wieder ganz. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. So. Okay, ich sollte langsam die Folge beenden, denn ich möchte ja schließlich noch WoD endlich mal spielen. Also... Hier, so WoW, Warlords of Draenor. Endlich mal anfangen ein bisschen. Aber wie komme ich denn hier rein? Ich meine, von da oben runterfallen lassen, das bringt's ja nicht. Ja, gut, dann machen wir das einfach so. Aha. Okay. Was? Was war denn jetzt los? Moment, das sind ja unsichtbare Ninja-Typen, die hier irgendwo rumrennen.
Die sollten uns ja nichts tun. Aus diesem Grund, ja, schlage ich vor, ich greife nicht zu den Knatterpanks und versuche hier irgendwie rauszukommen. Okay. Ich habe da gerade ein ernsthaftes Problem. Ich habe da gerade wirklich ein ganz markantes Problem. Wie viel Leben habe ich denn noch? Ach komm, hier. Ja, was haben die denn gemacht, die Ninjas? Sind die denn... Was machen die denn? So, hier komme ich doch hoffentlich drüber. Okay, die muss ich ja nicht mal erledigen. Oder? Ich meine, ich kann da... Moment. Moment. Halt, warte mal. Ich habe da so ein ungutes Gefühl bei. Jetzt kommt die nämlich auch da hierher, Hilfe! Oh Gott! Ja komm, Schneemännchen, hier. Geh weg. So, fall doch um. Genau, Ahuga. Oh, nicht gut. Jetzt kommt die auch noch hier hin. Verdammt. Wie war das mit der Sparsamkeit? Die muss ich mal ganz schnell revidieren. Weil das muss ich mal ganz schnell falsifizieren, was ich da sagte. Aber es gibt erstmal eine Menge. Okay. Ich glaube, dass ich hier mehr Medipacks und Päckchen verbrauchen werde, als es jemals im ganzen Tomb Raider 5 Let's Play war. Aber die Frage ist, gibt es denn da hinten noch etwas? Das mache ich lieber jetzt noch. Das mache ich jetzt noch im Part. Achso, sie kann ja nicht sprinten. Stimmt, Mensch. Das war ja auch erst ein Feature des dritten Tomb Raider Spiels. Ja, so langsam dämmert es. Ja, ich erinnere mich. Gut, dann müssen wir hier hochklettern. Aber erstmal hier munter umher springen. Genauso sieht es aus. Und ja, ja, der Part, der ist ein bisschen länger. Es tut mir ja leid. Aber ich meine, wenn man hier in 15 Minuten nichts erreicht, ist er auch langweilig. Ah, guck mal, dafür seht ihr jetzt Lara erotisch hier hochklettern. Das vor allem mit Gestöhne. Ich meine, ja, seht ihr? Da habt ihr sogar noch was von. Die Frage ist nur, war das jetzt gerade umsonst so hoch zu klettern? Nein. Ja, Lara, ist schon erschöpfend, aber ja, klettern kann auch anstrengend sein. So, Knatter... Ach! Ah, Moment, ich komme hier raus. Gut, dann weiß ich ja, was im nächsten Part zu tun ist. Nämlich diesen Schneemobilfahrer da irgendwie erledigen, der da noch irgendwo ist. Und dann hoffe ich, euch hat dieser Part soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Tomb Raider The Golden Mask. Sieht man sich.